Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es mal nicht um E-Scooter, nein, sondern hier um das Cowboy E-Bike. Ein stylisches Elektrofahrrad aus Belgien, was ich jetzt schon seit einigen Monaten durch Hannover fahre. Und ich kann euch sagen, es macht richtig Spaß, sieht gut aus, stylisch, clean, aufgeräumt. Und es gibt leider ein kleines Problem damit, denn es kommt der Winter. Es wird matschig, nass und kalt. Und viele warten sehnsüchtig auf die passenden Schutzbleche zu diesem schicken Fahrrad. Und Cowboy hat sie versprochen, bislang sind sie nicht bei den Fahrern aufgeschlagen, aber das hat sich heute geändert. Ich kann euch sagen, ich habe das große Glück, hier die fertige Version der Cowboy-Schutzbleche in den Händen halten zu dürfen. Die Verpackung ist noch nicht ganz fertig. Wenn sie bei den ersten Bestellern ankommen, wurde mir versichert, sieht das Ganze etwas professioneller aus. Momentan erinnert es mich ein wenig an ein Klopapierrollenmännchen. Aber das soll uns nicht abhalten davon, sie auszupacken, sie mal an das Cowboy-Bike anzubringen, ja, und dann uns mal von dem Design überraschen zu lassen. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei Hentech TV, Hightech mit Henne. Ja, in diesem Video geht es heute also um das Cowboy E-Bike, genauer gesagt um die neuen Schutzbleche für das Cowboy. Wer das Cowboy E-Bike noch nicht kennt, den muss ich noch ein bisschen vertrösten. Ich habe bereits Ideen für ein Review dieses fantastischen E-Bikes. Das werde ich dann euch im Nachhinein hier gerne verlinken. Dieses Video ist also in erster Linie erstmal für diejenigen interessant, die das Cowboy bereits fahren oder gerade die Anschaffung überlegen. Denn das Cowboy besticht ja vor allem durch sein minimalistisches Design. Ich blende hier einfach mal ein paar Bilder für euch ein. Dieses Design hat bereits mehrere Awards gewonnen, den Red Dot Design Award, zweimal in Folge. Ein Schwede hat das Ganze entworfen und viele Nutzer sagen zu Recht, an dieses cleane, aufgeräumte Fahrrad baut man einfach so wenig wie möglich an. Und mir tat tatsächlich sogar schon das Schloss ein wenig in der Seele weh, was ich mir zwangsweise an den Rahmen gedengelt habe. Aber alles andere möchte man eigentlich nicht an diesem Fahrrad haben. Aber wir leben nun mal in Deutschland, wir leben in Europa. Hier gibt es im Winter, Herbst tatsächlich auch Regen und auch Schnee und vor allem matschige Straßen. Von daher sind Schutzbleche aus meiner Sicht eine Pflicht. Und ich habe auch von ganz, ganz vielen Fahrern gehört, dass ja, jeder eigentlich auf Schutzbleche wartet, denn man kann zwar natürlich an diesem Fahrrad auch andere Schutzbleche installieren. Ich habe dazu auch mal hier wieder zwei, drei Bilder für euch. Ich finde, das ist durchaus in Ordnung, damit kann man leben. Wer aber Wert auf ein slickes, cleanes Design legt, kommt, denke ich, an den speziell fürs Cowboy designten Blechen nicht drumherum. Ja, umso mehr hat es mich gefreut, dass ich heute Post aus Brüssel erhalten habe. Hier viele Grüße an dieser Stelle an die Jungs und Mädels im Cowboy Headquarter. Und ich möchte natürlich die Eindrücke, die ich hier habe, direkt mit euch teilen. Ich habe eine ganze Weile überlegt, wie ich dieses Video heute für euch am besten gestalte. Hatte die Idee, tatsächlich ein Anbau-Tutorial zu erstellen, mit allen Schritten nachvollziehbar dokumentiert. Glaube aber, dass dies vielleicht gar nicht nötig ist, denn Cowboy legt hier eine relativ ausführliche und bebilderte Bedienungsanleitung bei. Von daher ist jetzt meine Idee, ich werde euch kurz die Werkzeuge vorstellen, die nötig sind, die ersten Schritte vielleicht etwas ausführlicher darlegen und dann das Ganze per Zeitraffer durchlaufen lasse, sodass wir am Ende quasi relativ schnell dann auch das Endergebnis sehen und ich im Fazit euch nochmal meinen Eindruck der Schutzbleche kurz wiedergebe und auch vielleicht einige Stolperfallen des Aufbaus detailliert nochmal wiedergebe. Ja, ich würde sagen, wir fangen an. Das Motto von Cowboy ist für diesen Herbst Let it rain. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bin schon richtig gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Ja, doch vor jedem Aufbau steht natürlich auch hier das Auspacken. Ich werde das jetzt einfach exemplarisch hier mal in einem der beiden Bleche mit euch zelebrieren. Wie gesagt, diese Verpackung ist noch provisorisch. Die endgültige Verpackung wird nochmal anders aussehen. Ja, fangen wir mal an. Ich halte das jetzt einfach mal hier so, weil
Mein Studio heute ist etwas improvisiert, wie ihr seht, und ich habe jetzt gerade nicht die Möglichkeit, hier groß umzubauen. Also, gucken wir mal, was sich hier in den Toilettenpapierrollen so versteckt. Ja, hier kommt schon mal ein bisschen was zum Vorschein. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Wenn nicht, müssen wir das einfach nochmal machen. So, jetzt ist hier schon ganz deutlich zu erahnen. Die Schutzbleche werden also nicht den gesamten Reifen umfassen, sondern tatsächlich ja, nur Teile. Und das sollen genau die Teile des Reifens sein, wo durch die Fliehkräfte das Wasser hochgerissen wird von der Straße und der Matsch. Und genau das soll dann durch diese Konstruktion verhindert werden. Ich bin echt gespannt. Also ein Praxistest, da kommen wir auch nicht drum herum. So, jetzt müssen wir nochmal diese Schutzfolie hier loswerden. Oh, das ist aber hier ganz gut eingeschweißt, sodass wirklich ja, keine Kratzer an das Metall kommen. Die sind also ganz klar aus Metall. Ich denke, Aluminium wird das sein. Und von dem Finish tatsächlich exakt vom Farbton der Cowboy-Lackierung entsprechend. Was beim Cowboy eigentlich jedem sofort auffällt, ist wirklich der fantastisch gearbeitete Rahmen. Es gibt so gut wie keine Schweißnähte. Und da fügt sich natürlich hier diese, da steht also diese matte Optik der Schutzbleche, dem steht das in nichts nach. Also das ist ja auch ganz fantastisch und wertig. So, ich habe auch das zweite Schutzblech ausgepackt. Das Ganze sieht dann so aus. Das ist, meine ich, das Modell für das Vorderrad. Und ich zeige hier nochmal im Vergleich das Modell für das Hinterrad, was einfach hier hinten längere Streben besitzt und ansonsten aber vom Aufbau und vom Design ja, sehr ähnlich ist. Ja, die Schutzbleche sind ausgepackt. Was brauchen wir noch, um die Montage vorzunehmen? Das sind einmal hier diese drei Schlüssel, die sich im Lieferumfang des Cowboy Bikes befinden, sowie das mitgelieferte Montagezubehör, was besteht aus drei Schrauben, die auch schon mit Loctite versehen sind, sowie zwei Justierhilfen, die man quasi während der Installation benötigt. Beim Aufbau lasse ich auch eine Stoppuhr mitlaufen, sodass wir uns auch einen Eindruck davon machen können, wie viel Zeit man eigentlich dafür so einplanen sollte. So, laut Handbuch vollzieht sich die Installation in 4 bis 5 einfachen Schritten. Wir fangen quasi am Hinterrad an und arbeiten uns dann nach vorne durch. Ich würde sagen, stellen wir die Stoppuhr. Alexa, starte die Stoppuhr! Los geht's. So, los geht's mit Schritt 1. Und zwar müssen die zwei Muttern hier am Hinterrad dazu entfernt werden. Schritt Nummer 2, sicherstellen, dass der Reifen auf 4 bar aufgepumpt ist, check. Und jetzt muss man quasi das Schutzblech in einem 90 Grad Winkel zum Boden auf die Radnarbe quasi stecken, auf die, ja, stecken. Dabei ist wichtig, dass dieses Teil, das hat hier quasi so ein, ja, so ein kleinen Nupsi, dass das rechts zeigt. Der dritte Schritt, jetzt kommt quasi ja, diese Arretierhilfe zum Einsatz. Da sind im Lieferumfang 2 Stück enthalten und mit denen kann man jetzt, ohne das Schutzblech festzuschrauben, das Schutzblech quasi auf dem Rad fixieren. Das ist eine ganz nette Sache. Jetzt muss man es also doch nicht wie eben, ich dachte eben, ich müsste es die ganze Zeit festhalten, das hält dann quasi von alleine durch diese 2 Arretierhilfen. So kann man nochmal auch relativ einfach mit einem Zollstock prüfen, ob man hier den 90 Grad Winkel erreicht hat. Hier endet quasi das Schutzblech. So, und jetzt können auch die Muttern schon wieder auf der Achse angezogen werden. Die Empfehlung da lautet einfach erstmal beide Lose mit der Hand anzuhalten.
schrauben und dann gleichmäßig auf beiden Seiten festzuziehen. Noch diese Arretierung, Installationshilfe entfernt werden. Da wird auch nochmal extra darauf hingewiesen, dass man so also nicht losfahren soll. Ja, fertig. Also ich würde sagen 2-3 Minuten maximal. So, dann wollen wir mal ans Vorderrad ran und holen das mal hier ein bisschen ins Bild. Hier stelle ich mir jetzt vor, dass das Ganze vielleicht schon etwas komplizierter wird. Aber schauen wir mal. Also, Schritt 1, entfernen Sie das Vorderrad mit Hilfe des 6er Schlüssels. Anschließend muss man das Schutzblech lose, Schritt 2, mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben an der Gabel befestigen. Und dann soll auch schon das Vorderrad wieder zurück. Okay, los geht's. Gucken wir mal. Also hier sind jetzt quasi Vorbohrungen in der Gabel, die auch mit so schicken Plastikkappen hier geschützt sind. Diese Plastikkappen müssen, würde ich jetzt einfach mal sagen, natürlich ab, damit wir dort das Schutzblech unterbringen können. Quasi oben so ein Knüppel, der ist jetzt weg, aber der ist wahrscheinlich auch nicht mehr nötig. So, da ist das, der Übeltäter, das ist quasi so, ja, ist weg, wie eine, im Grunde wie eine kleine Schraube. Man muss auch darauf achten, dass man das Bremskabel natürlich hier nicht irgendwie einklemmt. Die Schrauben sind alle identisch und werden mit dem 4er-Schlüssel angezogen. Man soll das Ganze ja erstmal noch lose anbringen. Lose, aber ich denke doch fest genug, sodass ja, das Rad auch wieder sicher angebracht werden kann, ohne dass es jetzt zu sehr hin und her wackelt, das Ganze. Ja, während man das hier quasi anschraubt, sollte man noch darauf achten, die Bremse nicht zu betätigen, denn wenn man jetzt die Bremse betätigen sollte, könnte das passieren, dass der Bremskolben anschließend nicht mehr richtig einfährt und man dann Probleme beim Anbringen des Reifens hat. Dabei auch ganz besonders auf die Bremsscheibe Acht geben, auf den Rotor, dass man dort nicht irgendwie sich die Bremse kaputt macht. Muss quasi, aber Kauber hat da gut vorgesorgt, wenn man es von unten reinschiebt, da sind quasi Führungen, kann da nichts passieren, ich wüsste nicht was. So, jetzt schieben wir hier die Achse wieder durch das und ich werde mal kurz das festziehen. Nötig. Jetzt merke ich schon, das Schutzblech schleift etwas. Aber wir sind ja auch noch nicht fertig. Und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen sicherlich noch hier das Schutzblech justiert werden mit der Justierhilfe. Schritt 3 erledigt. Wir kommen jetzt zu Schritt 4. Ganz genau, wie ich es vermutet habe. Jetzt wird als nächstes die Justierhilfe quasi wieder hier zwischen Rad und Schutzblech geklemmt. Ja, die sitzt jetzt hier bei mir ein wenig locker. Ich werde sie mal hier oben einführen.
Und als nächstes müssen die Schrauben festgezogen werden mit dem Viererschlüssel. Man soll das auch fest genug machen, um die Bewegung des Schutzblechs zu verhindern. Damit ist die Installation quasi beendet. Der Anbau ist erledigt. Die Schutzbleche sitzen. Ich würde sagen, wir stoppen erstmal die Zeit. Alexa, stoppe die Stoppuhr. Kommt mal einfach gar nichts, wie man es von Alexa gewohnt ist. Zum Glück habe ich ja mein iPhone mitlaufen lassen und schau mal eben nach. 11 Minuten 22. Ja, ich denke, das ist eine völlig akzeptable Zeit. Ich bin da jetzt nicht besonders geübt. Ich bin so für meine Fähigkeiten, was Fahrradschraubereien angeht, so im Mittelfeld einfach einschätzen. Wer gut ist, ist das auch, ist sicher in 5 Minuten auch fertig. Ansonsten 10 bis 15 Minuten plant einfach ein und ich denke, das ist völlig akzeptabel. Das ist schnell gemacht und mit drei Werkzeugen auch absolut überschaubar vom Aufwand und von den Fähigkeiten, die man da braucht. Ja, optisch finde ich gelungene Leistung von Cowboy, perfekt passend zum Lack, zum mattschwarzen Lack des Rades. Besser geht's nicht. Würde mir jetzt, ich könnte es nicht besser machen. Bin auch kein Designer, aber Wahnsinn. Super Sache. Habe ich auch in der Form tatsächlich noch nie gesehen. Schutzbleche, die so minimalistisch sind, dass sie tatsächlich nur einzelne Bereiche des Fahrrades abdecken. Ihr seht jetzt im Hintergrund nochmal so ein paar Bilder, die ich gerade gemacht habe. Ich versuche auch noch quasi Tageslichtaufnahmen zu ergänzen. Lasst euch mal einfach überraschen, was jetzt läuft. Eventuell habe ich es geschafft, vielleicht auch nicht. Ansonsten, was den Aufbau angeht, also die Bedienungsanleitung, die bebilderte, ist, finde ich, absolut intuitiv, absolut verständlich, wenige Schritte, also ich denke von jedem machbar. Was mir aufgefallen ist, achtet einfach drauf, wenn ihr das Vorderrad entnehmt, dass ihr auf keinen Fall die Bremse betätigt. Das kann tatsächlich dazu führen, dass die Bremskolben ausfahren und wenn ihr dann das Rad wieder einsetzen wollt, quasi das Ganze blockieren, sodass ihr dann Probleme habt. Oder es schleift. Also am besten Finger weg von der Bremse, wenn das Vorderrad ausgebaut ist. Ansonsten, die kleinen Nupsis, die haben mich ja Zeit gekostet. Also da würde ich sagen, 5 Minuten haben die mich gekostet. Diese Nupsis Ich konnte sitzen. keine Orte zur Bremse finden. Oh, danke, dass jetzt mir die Apple Watch auch noch was zum Bremsen erzählen will. Also ihr achtet bitte drauf, die Nupsis vorsichtig zu entfernen. Die können euch auch gerne mal den Lack zerkratzen. Ich hatte erst einen Schraubenzieher gesucht, habe keinen gefunden und habe dann hier so eine Art Spatel benutzt. Kennt man noch aus dem Bio-Unterricht, denke ich, oder Chemieunterricht. Das ist einfach besser, weil man damit nicht Gefahr läuft, den Lack zu zerkratzen. Wenn ihr größere Werkzeuge nehmt, achtet drauf, zerkratzt euch nicht den Lack. Hebt die Nupsis auf, falls ihr im Sommer mal die Schutzbleche abbauen wollt, dann könnt ihr wieder ganz dezent die Löcher verschließen. Ja, vielleicht noch ein Tipp für diejenigen, die Kinder haben und ihr Cowboy mit einem Kinderanhänger benutzen. Das ist aus meiner Sicht tatsächlich ein Anwendungsfall, der mit den Schutzblechen schwierig werden könnte. Denn Schutzbleche nutzen jetzt den Raum, den Freiraum auf der Achse mehr oder weniger vollständig aus. Da ist jetzt kein Platz aus meiner Sicht, noch einen Kinderwagen anzuhängen. Ihr könnt gerne mal nochmal auf die Detailaufnahmen schauen. Ich glaube, das ist schwierig, aber ich würde mich freuen, wenn jemand hier einen Kinderwagen hat und das vielleicht trotzdem mal ausprobiert. Ein Feedback einfach da lassen würde, dann hilft das sicherlich allen. Meine Vermutung ist Vorsicht. Allen anderen, denen würde ich ganz klar eine Kaufempfehlung geben. Die Schutzbleche sehen super aus, passen perfekt zum Fahrrad. Ich denke, was Besseres kann man zurzeit einfach in Sachen Schutzbleche nicht bekommen. Ich habe auch dieses Design in der Art so noch nie gesehen. Das fällt auf, ist ein Hingucker. Nur ein Teil des Reifens wird quasi verdeckt. Coole Sache. Also Respekt, Cowboy, habt ihr gut gemacht. Ja, ansonsten steht natürlich der Praxistest aus. Damit ihr hier nichts verpasst, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Dann werdet ihr auch, wenn ihr diese Glocke klingelt, quasi direkt informiert, sobald die neuen Videos zum Cowboy, zu den Schutzblechen oder zu anderen interessanten Dingen rauskommen. Ansonsten bleibt mir jetzt nichts, außer euch einen schönen Tag zu wünschen. Allseits gute Fahrt mit dem Cowboy oder mit welchem Fahrzeug auch immer. Ja, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Ciao. Jetzt bräuchte ich eigentlich erstmal ein Bier. Ein Cowboy trinkt ja auch ein Bier, ne, oder? Ich würde sagen, ne?
Nur habe ich, glaube ich, keins da. Muss erstmal aufbauen, bis ich jetzt hier aufgeräumt habe. Das dauert auch wieder. Dann einmal durchsaugen. Man macht hier irgendwie doch immer so ein bisschen Dreck, wenn man so ein Fahrrad in seiner Wohnung hat. Ne? Da muss man auch immer so ein bisschen extra mal den Sauger schwingen. Und ich frage mich eh, ob man hier überhaupt irgendwas erkennt. Die Beleuchtung ist ja schon interessant, die ich hier habe. Ich habe hier so eine Art Höhensonne. Aber die habe ich auch relativ gedimmt, sodass der Hintergrund nicht so prominent wird. Weil wenn ich die heller mache, dann ist gleich wieder der Hintergrund so knallig. Und ihr seht hier genau, was in meinem Zimmer steht. Könnt ihr quasi auf den Ordnern lesen. Das will man ja nicht. Ich kann das immer noch... Also da wackelt ja wirklich nichts hier an den Dingern. Ne? Die sitzen, wie sie sitzen. Wenn ich mir jetzt andere Schutzbleche, so aus Plastik, oft sind Schutzbleche ja auch aus Plastik, was natürlich sie leicht macht, aber die klappern dann auch, ne? Und rasseln gerne so, wie, also je nach Vibration fängt das an zu vibrieren. Und hier kann ich mir, also hier ist das wirklich, als würde es zum Rahmen gehören. So vom, es fühlt sich echt an, als würde es direkt zum Rahmen gehören, als wäre es aus einem Guss. Und hinten auch, also ganz solide, massiv. Und dadurch, dass sie natürlich so minimalistisch sind und nur einen Teil des Rades quasi abdecken, sind sie auch nicht viel schwerer als ein Plastikschutzblech, würde ich mal behaupten. Sicherlich vielleicht ein kleines bisschen, aber das hält sich alles im Rahmen. Also das ist, würde ich sagen, durchaus eine Investition oder das ist ein Alleinstellungsmerkmal, was andere Schutzbleche so einfach, was es einfach auch nicht gibt, ne, von anderen Herstellern. So, jetzt fahre ich das Fahrrad weg. So, jetzt kriegt er hier mal so eine Vogelperspektive und dann seht er hier auch mal, was hier so abgeht. Seht ihr das? Also hier liegt ja einiges rum, also und steht rum, also irgendwelche Berge von Kram. Ja, man schmeißt dann immer alles so hin. Gut, das sieht jetzt irgendwie auf dem Video wahrscheinlich dann doch nicht so schlimm aus. Müssen wir mal gucken. Also ich räume jetzt auf. Und das Aufräumen wird jetzt quasi der Abspann. Das finde ich mal eine gute Sache, dann hat man auch gleich einen Abspann.